Was ist eigentlich passiert, Prinzessin? Warum will Maria weg? Ja, ich weiß nicht. Ich habe nur einen kleinen Scherz gemacht. Ja, bitte, was für einen Scherz? Sagen Sie, Georg, sehen Sie in dieser Nonne eigentlich die Erzieherin Ihrer Kinder oder bereits die Mutter? Ich hab euch doch gesagt, ihr sollt auf euer Zimmer gehen, zum Donnerwetter! Oh, bitte, verlassen Sie mein Zimmer, ich zieh mich um. Was hat die Prinzessin gesagt? Was war das für ein Scherz? Ein Scherz? Ach, das war ein Scherz. Ja, was hat sie gesagt? Sie hat gesagt, sie hat gesagt... Versuchen Sie nicht zu lügen, Sie können es sowieso nicht. Sie hat gesagt, Sie wären in mich verliebt. Verliebt? Ja. Ist das die Wahrheit? Nein, das ist nicht die Wahrheit. Jedenfalls nicht die ganze. War das die Prinzessin? Also lass jetzt in Ruhe. Die Baroness bringt sie zur Bahn. Du kannst ja morgen zu ihr fahren. Ich wollte mich ihr nur kurz zu Füßen legen. Also doch. Aus Dankbarkeit, weil sie das Eis gebrochen hat. Aha. Was für ein Eis? Er geht noch mal zu ihr. Es wäre ja geradezu eine Sünde gewesen, wenn ich die Prinzessin geheiratet hätte. Die eine heiraten und eine andere lieben? Ah ja. Ja, das wäre eine große Sünde. Eben. Ich kann aber trotzdem nicht hierbleiben. Natürlich nicht. Als Erzieherin, das ist ja ausgeschlossen. Höchstens als meine Frau. Also, ja. Ich weiß, es geht nicht, ich weiß es ja. Es sei denn, Sie hätten mich auch ein bisschen gern. Ich weiß es nicht. Aber ich könnte ja jemanden fragen. Ja, bitte. Ja, aber wissen Sie denn jemanden? Ja. Ja, mein Kind, was soll ich dir dazu sagen? Du bist damals zu uns gekommen, weil du dein Leben Gott weihen wolltest. Du hast dein Herz lange geprüft und wurdest immer fester in deinem Entschluss. Aber nun hat Gottes Ratschluss dich vor eine Entscheidung gestellt, die nicht nur für dich, sondern auch für das Leben eines Mannes und das von 7 Kindern bedeutsam und folgenschwer ist. Liebst du ihn denn? Ich weiß es nicht. Ich achte ihn und ich möchte ihm helfen und ich weiß es nicht. Aber du magst ihn doch auch. Ich meine, er gefällt dir doch. Oh ja, sehr.
herrliche Stimme, ne? Ja. Ja, wunderschön, aber vielleicht fehlt ihm etwas. Natürlich, Hunger hat er. Na, da isst sie ja schon. So, da ist sie schon. Na, siehst du. So. Maria, ich muss dir jetzt einmal etwas sagen, was mich schon lange quält. Ja? Ich bin so fürchterlich eifersüchtig. Aber Georg, habe ich dir jemals die geringste Veranlassung gegeben? Ununterbrochen und immerzu. Wieso? Du liebst einfach alle Menschen. Ich komme mir manchmal ganz verloren vor in dem großen Haufen. Aber Georg, du stehst doch über allen Leuten ganz hoch auf einem Sockel als der liebste und beste Mensch auf dieser Erde. Ja, ja, siehst du, wenn du mir das einmal jeden Tag sagen würdest, würde mir das die Sache sehr erleichtern. Ach, das ist der Gruber, der wollte heute vorbeikommen. Entschuldige. Ja, Rudi. Ja. Das freut mich aber, dass du dich wieder einmal sehen lässt. Ja, entschuldige, ich musste dich einmal sprechen. Leider ist der Anlass nicht so sehr zum Freuen. Okay, okay, mit so einem Gesicht fällt man doch den Leuten nicht ins Haus. Komm, du musst erst Maria begrüßen. Wie geht's dir denn? Danke, ausgezeichnet. Ja? Und würden Dr. Wasner möchte ich. Ah, ja, bitte, Dr. Wasner. Grüß Gott. Grüß Gott. Eigentlich wollte ich die Frau Baronin. Es handelt sich um die Spende für die neue Orgel. Ach ja, meine Frau hat mir schon davon erzählt, die alte quietscht so scheußlich. Ich sag meiner Frau gleich Bescheid. Dankeschön, Sir. Bitte nehmen Sie Platz. Ja. Ich habe leider nicht viel Zeit. Kinder, wir haben Besuch. Das Halleluja von Scarlatti. Achtung. Dr. Wasner, entschuldigen Sie tausendmal, ich habe Sie völlig vergessen. Grüß Gott, Doktor. Grüß Gott. Sie kommen sicher wegen der Orgel. Ja, aber das ist jetzt gar nicht so wichtig. Ich habe gar nicht gewusst, dass Sie die schönste kleine Orgel hier zu Hause haben. Diese herrlichen Kinderstimmen. Wirklich? Hat sie Ihnen gefallen? Es geht. Die Orgel wird noch nicht gut gespielt. Aber glauben Sie eben, fand ich es gerade so vollkommen. Sie sind ein sehr flotter Autofahrer, mein Herr. Aber deshalb müssen Sie nicht unbedingt etwas von Musik verstehen. Herr Dr. Wasner ist ein großer Fachmann auf diesem Gebiet. Ja, wie wär's denn, Doktor? Wollen Sie nicht zu uns kommen als Lehrer? Ich weiß nicht, Frau Baronin. Wenn es um Musik geht, da bin ich furchtbar aufbrausend und jähzornig. Einfach unerträglich. Na, dann dürfen wir Sie ja gar nicht mehr unter die Menschen lassen. Ja. Gut, dann fangen wir das Alleluja gleich an. Ja? Nochmal von vorne, du geh hinüber. Ein Akkord, bitte. Da, da, da. Achtung. Was ist denn, warum fängt denn niemand an? Auftakt, los. Ja, was ist denn? Habt ihr etwa Angst? Also nur noch mal. Bitte. Nein, nein, Fiske A. Fiske A. Zweite Stimme hat A, H, Cis gesungen. Das ist falsch. Fiske A. Also bitte, noch mal. Ein Wunder, die Maria. Ja, nur noch ein bisschen weltfremd, genau wie du gesagt hast. Wieso? Sie kann nicht lügen. Sie glaubt alles, was man ihr erzählt. Und sie ist freundlich zu den widerlichsten Menschen. Wie gut, dass ich das leisten kann. Ich bin misstrauisch wie ein alter Fuchs. Das hilft mir alles gar nichts. Was ist eigentlich los mit dir, Rudi? Ja, ich stehe vor dem Ruin, Georg. Wenn nicht ein Wunder geschieht, muss ich in ein paar Tagen Konkurs anmelden. Das ist doch nicht möglich. Ich bin nur hergekommen, dich zu informieren. Du hast Gott sei Dank nicht viel Geld bei mir, das bekommst du natürlich. Jetzt sag mir doch bloß, wie ist denn das passiert? Ja, das wird jetzt vielen österreichischen Banken so gehen. Die Weltwirtschaftskrise und dann die wirtschaftlichen Maßnahmen von Deutschland her. Sei froh, dass du dein Geld in England hast.
Mein Geld gehört jetzt nach Österreich. Georg. Ich glaube an dieses Land. Und ich will zeigen, dass ich daran glaube. Ich schreibe sofort meinem Anwalt in London. Mein Geld kommt jetzt auf deine Bank. Das kann ich nicht zulassen, Georg. Denk an deine Familie. Meine Familie lebt in Österreich. Glaubst du wirklich, wir könnten hier so friedlich weiter existieren, wenn erst einmal die Herren aus der Wilhelmstraße hier sind? Unter Führung von unserem herrlichen Landsmann? Nein, Rudi. Wir müssen uns wehren. Nur hab doch ein bisschen Mut. Wir schaffen's schon. Um Gottes Willen. Der Grube hat sie umgebracht.